Damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Für mich sind jetzt 2 Stunden circa vergangen. Für euch ist ein neuer Tag. Wir machen weiter. Ich habe gerade schon ein bisschen mal gearbeitet. Ihr seht schon, unten links, es hat sich einiges verändert. Ich bin tatsächlich immer hier nach oben zu diesem Lager, wo ich immer gerespawnt bin, wenn ich mal draufgegangen bin. Weil da hängen ja diese ganzen Schädel immer dran. Und das Interessante daran ist, dass die jedes Mal gerespawnt sind. Sprich, ich bin immer hin und her gelaufen und habe die fertig gemacht. Außerdem habe ich hier oben schon mal angefangen, ein bisschen herzurichten. Und das ist das, was wir heute noch machen. Ich will die Wandregale fertig machen. Dafür brauchen wir noch ein paar Sticks. Und diesen Kamin hier oben auch nochmal. Ich meine, wir haben ja unten einen, aber ich will oben auch noch einen haben. Und sobald wir das fertig haben, machen wir uns auf den Weg. Dachten wir jetzt, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um anzufangen. Ich habe hier auch schon mal einen Baum gezäbelt. Die Frage ist, du müsstest mal kurz weg, dann bräuchte ich dich. Seit wann? Ich verstehe. Ich würde eigentlich einfach nur gern hochgehen können. Das geht anscheinend ohne ernsthaftes Umgegurken nicht. Okay, so geht's. Ne, warte mal, das brauche ich ja gar nicht. So, der muss einfach nur runter. Jetzt können wir nämlich aufs Dach. Weil ich würde gerne auf dem Dach noch ein paar kleine Feinheiten machen. Aber so wie es gerade aussieht, machen wir das, sobald wir geschlafen haben. An dem Tag, als wir aufgehört haben, ist es jetzt tatsächlich auch wieder Frühling geworden. Also wie ihr seht, es ist wieder schneefrei. So waren wir doch gut lang unterwegs. Das ist aber voll in Ordnung. Gehen wir mal nochmal kurz hier hoch. Vier da, zwei, drei. So, das passt ja wunderbar. Kelvin ist auch mittlerweile wieder zu Hause. Ich habe ihm wieder Fisch angeschafft, aber er will nicht. Ich weiß nicht warum, aber er macht's nicht. Was ist, wenn ich dir jetzt Felsbrocken und den Schlittenfüllen anschaffe? Das wäre sehr wichtig. Selbst wenn du jetzt nochmal stuck wärst, dann wäre es nicht so schlimm, aber jeder Stein, den du uns bringst, ist wichtig. Aber was wollte ich denn jetzt machen? Also ich habe doch die Sticks schon gesammelt gehabt, oder nicht? Aber machen wir nämlich auch gleich was, was ich auch machen wollte. Jetzt habe ich hier oben den schon fertig gemacht für den Elchkopf. Oh yes. Ich find's nice. Übrigens, das wird dann unsere Kochstelle. Da will ich dann auch gleich mal durch kochen. Wir haben ja den Kochtopf letzte Folge gefunden. Wir haben ja ganz viel letzte Folge noch gefunden, falls ihr euch dran erinnert. Ja, da oben. Ja, perfekt. Gibt's hier mal wieder nichts. Erst da oben, das passt. Ja, wie gesagt, wir haben ganz viel gefunden. Und das, wollen wir natürlich auch ausnutzen und nochmal ausprobieren. Vor allem auch für einen Bossfight. Werde ich mir gerne Grog kochen.
Ich weiß nur halt nicht, ob man dafür ein Rezept braucht oder wie das funktioniert, weil ich es halt einfach noch nie gemacht habe. Ansonsten, ich habe wieder einen Blinden. Oh, sind Babys da? Jo. Das eine? Scheint nur das eine. Wir gehen mal schlafen. Wie gesagt, es war ein Blinder da, es war ein Finger da, weil habe ich mit dem Katana weggeholt. Hab, glaube ich, ein paar Rüstungen verloren, habe aber dann halt zwei wieder gewonnen. Also ich glaube, entweder haben wir eins minus oder wir sind gut dabei. So, wir schlafen. Gespeichert habe ich. Jetzt nochmal essen, trinken. Es müsste auch wieder Wasser da sein. Ja, nein, halt nicht. Deswegen, das passt auch. Der ist schon fertig. Okay, anscheinend hat er zwei Fische hingehangen, obwohl ich die eigentlich noch kenne, die Fische. Heute wird wieder schlechteres Wetter, habe ich das Gefühl. Und da kommt die Sonne durch. Naja, eigentlich blauer Himmel, aber irgendwie ist es sehr dunkel. Sehr gut, die sind wieder voll. Dann können wir auch unsere Flasche auffüllen. Passt. Dann er sammelt dann fleißig hoffentlich die Felsbrocken. Wir brauchen noch mal ein paar Baumstämme, weil ich jetzt hier oben am Dach noch ein paar Sachen einfach mal ausprobieren wollen würde. Ja, geht um in die Richtung. Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Nicht. Ja, aber es geht. Okay. Nein! Nein! Danke. Okay. Ah, und zwar. Wollen wir schauen, geht das? Natürlich wird es nicht hin. Ich wollte, dass hier so eine Dachrinne nochmal drin ist. Wir könnten es höchstens auch so machen. Aber das will ich halt irgendwie auch nicht. Bin ich schon wieder genervt. Ein bisschen. Weil das nicht das ist, was ich wollte. Geht wahrscheinlich, wenn man es irgendwie rumtüftelt. Oder einfach ein bisschen anpasst. Dann wird es safe gehen. Aber ich habe jetzt keine Lust nochmal auf irgendwie Kopfschmerzerei. Deswegen passt es schon. So, die müssen aber auch weg, weil soll ja eine Strecke fürs Minecart sein. Ich würde sagen, der noch. Der Rest passt. Ja. Machen wir halt das wenigstens. Ich glaube, das könnte cool sein. Pack das Teil mal weg, das nervt. Da würde ich es tatsächlich auch machen.
Wobei man das auch noch durchsieht, ne? Jetzt ist eh schon alles egal. Jetzt sind wir so gut wie am Ende. Wo mir gerade auffällt, die Baumstämme werden wieder nicht reichen. Naja. Obwohl doch, das sieht sogar ganz cool aus. Es wäre halt noch cooler, wenn man das halt einfach umranden könnte, so wie ich es halt vorhatte. Aber das Spiel will das nicht. Das brauchen wir noch. Er hat, glaube ich, den gleich voll, ja. Lass sich schon mal verarbeiten, da das Zeug. Wie brauchen wir denn dann? Drei. Drei fliegen leider nicht mehr rum. So, das tragen wir hoch. Oh. Stimmt. Wir brauchen noch drei Baumstämme auch fürs Haus oben. Man muss noch mal einen Baum dran glauben. Ja, das haben wir ja auch gleich. Hier auch noch mal 30 braucht er noch. Es zieht sich halt leider mit dem auch. Wieder nicht durch. Durch. So. So, eins könnte ich auch noch machen. Hier. Und das Reh hin. Dann hätte ich gesagt, da kommt die Schildkröte. Was gibt's denn da noch? Eichhörnchen, ne? Weiß nicht, ob man Fisch auch machen kann. Wahrscheinlich nicht. So, dann nur noch das Eichhörnlein. Ansonsten gibt es hier keine Tiere mehr, ne? Hat man das damals mit den Krokodilen und mit den Alligatoren auch machen können? Glaubt nicht, ne? Vielleicht später dann, das weiß ich dann nicht mehr. Das weiß ich dann nicht mehr. Okay. Wir sind davon. Wo ist jetzt noch eine Kettensäge raus? Dann bei dem Baum. Oh, du kannst sogar sehr gut fliegen. Ja. Ein paar Teile daneben geflogen sind und auch falsch geflogen. Komme ich jetzt da bitte hoch? Vielleicht ja. Dann noch.
Nee, brauche ich nicht mehr, ne? Ich habe ja hier unten noch welche. Yes. Sehr gut, das passt auch. Das ist auch fertig. Dann schmeiß ich den weg. Nimm mir den mit. Oh. Das ist der größte Scherz, den ich jetzt mir hätte geben können. Okay, dann so. Nee, so nicht. Es geht nicht, ne? Okay, komm, ganz ehrlich, dann ist auch egal. Dann holen wir uns halt einfach noch einen Stamm von hier hinten irgendwo. Wo sind die denn hingeflogen? Ja, okay, cool. So. Da rein. Okay. Oh Gott. Nicht. Vier sind es. Ja, mit vier komme ich nicht so weit. Wollen wir was trinken? Ich nehme mal hier nochmal Stücke mit. Oh, die hier im Boden rein. Brauchen ja auch nochmal Mittelverteidigung. Es reicht. Wir brauchen E-Stöcke dann noch, damit wir unterwegs speichern können. Ich kann das wahrscheinlich mit dem jetzt nicht mehr nehmen. Ganz ehrlich, dann nehmen wir mal wieder die alte Axt, weil es schon so lange her ist. Die gute alte Mini-Axt. Ja, ich finde es schon ganz wild, was wir hier alles durchgemacht haben, was wir alles schon erlebt haben. Wie lange wir jetzt hier auch schon drin sind, also. Ich find's gelungen. So. Nein. Ja, ich muss mir das mal merken. Ich habe keine Lust, dass sie ständig verschwinden. Also 1, 2, 4. So steht ihr von, steht ihr unten. Alles gut, Leute. Steht doch unten. Mensch, Meier, steht doch dran. 7 haben wir. Jetzt ist wichtig, dass ich nur 9 verbaue, damit ich den noch in der Hand habe weiterhin. So, jetzt nicht mehr. Dann lieber erst wieder sammeln.
So. Sie, glaube ich, bringt mir auch eine, ne? Jo. Ja, sind auch nochmal drei. Drei. Gut, dann brauchen wir nochmal zwei einfach nur. Haben wir das auch? Haben wir das auch? Und dafür muss ich wieder nach einem Doktobuktu laufen. Oh ja. Sehr schön. Oh ne, wir brauchen mehr. Gott, der hat sich versteckt gehabt. Ja. Gut, den habe ich jetzt natürlich abge. Passt auch. Scheiß ich drauf jetzt. Sind es mittlerweile 12? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, sind gerade 10. Fehlen noch mal 2 Kelvin. Dann bestimmt lassen. Für die Zetzen. Also vielleicht. Weiß auch nicht. Ob ich vielleicht doch noch was brauche. Oh no. Eine gute Idee. Da können wir ihn parken. Alter. Jetzt noch zwei. Winter aber trotzdem schon mal den Topf mit Wasser befüllen. Ja, von wo er ihn holt. Ja, wir haben wieder ein bisschen was, hätte ich jetzt gesagt. Was? Also, bringt ja gerade nichts. Ja, nehme ich den halt trotzdem mit. Da kommen die letzten zwei. Er hat sogar wirklich nur zwei dabei. Wunderbar. Von mir soll er dann noch weiter sammeln. Wir sind fertig. Wieder ein Sturm, also in echt. Das ist natürlich zu länger. Ich mir jetzt die Frage: Kann ich da auch wieder Feuerholz benutzen? Ist sie überhaupt so? Boah, ich weiß es nicht mehr. Naja, anscheinend nicht. Das kann ich auch doch. Ja, vielleicht war es doch so. Okay, geht nicht. Ist in Ordnung für mich. Schmutziges Wasser kocht auf drauf. Okay. Das kocht. Aha. Flüssigbatterie. Okay. Eierlikör. Da, Greg. Stärke, Holzfällersaft, Proteinshake. Ich hätte gesagt, Greg ist das Beste, ne? Nur zwei Beine, wir brauchen halt einfach einen Menschen. Das ist okay. Hoch. Nee, jetzt habe ich die an, ne? Oh, packt es weg. Okay, wir haben auf jeden Fall hier jemanden da. Geht es bei dem auch?
Nee, ich kann die nicht sammeln. Na gut, den habe ich jetzt ein bisschen verstümmelt vielleicht. Oh, hier sind ein paar. Hallo. Jawohl, kein Mitleid. Warte mal, den Kopf brauche ich. Lederbeutel habe ich keinen Platz mehr. Alter, das kannst du dir keinem geben, was ich hier tue. Frage ist, ich habe da wahrscheinlich jetzt auch Rotten-Zeug dabei. Nein. Ja, den verrotteten Arm, der ist jetzt doof. Ja, pack den mal weg. Da holen wir uns noch den Arm. Dass uns das Stärkeboost gibt und dass das am meisten ist, was stärkt. Was denn das, Alter? Okay. Bein. Bein. Ah. Hühnernudelsuppe. Was hat ein Arm und Katzenfutter? Egal. Wir kochen Krieg. Sieht auch voll cool aus, einfach, dass das so ist. Na gut, steht halt irgendwie ein bisschen im Nichts. Also wäre cool, wenn man das noch verstärken könnte, das Feuer, aber. Ich frage mich, wie lange es dauert. Gehen wir noch ein bisschen Power drauf. Wow. Wow, wie das abgeht. Es geht immer mehr ab. Was ist das denn? Ah. Okay. Das heißt, wir haben direkt gesammelt. Haben wir auch dabei. Wunderbar. Können wir uns dann stärken mit. Ansonsten machen wir uns langsam auf die Reise. Ich nehme natürlich noch sonst Essen auch mit. Ich sehe gerade, wir haben wieder Fische in der Fischfalle drin. Alter, schon wieder. Da ist vorhin auch eins reingelaufen. Seit wann sterben die wieder an diesen Stacheln? Oh, den Kopf hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, egal. Das Fleisch halt nochmal auf. Für die zwei hier. Drei. Das reicht. Dann nehme ich mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier auch eins, zwei, drei. Dann haben wir nämlich. Full, full, full. Wir haben hier keine Gesundheitsmische mehr. Eins, zwei, drei. Drei. Und noch einmal. Wir können ja dann öfter. Ich bin voll. Doch nur zwei. Wieso sollte ich voll sein? Tierhautrüstung könnte ich mittlerweile auch ein paar machen, oder?
Pff. Kriege ich gefühlt nichts zusammen. Warum das voll ist, weil man nur noch zwei davon haben kann? Weil die nicht, aber okay. Dann noch Wandy machen. Jetzt nicht mehr. Ah, wir haben ja noch ein Radio. Ah, das Radio kommt natürlich auch noch nach oben. Hallo. Kann ich das nicht da hinstellen? Ich kann den Topf sogar hinstellen, also bitte. Das Lied ist schön. Ich würde halt gerne einfach irgendwo hin platzieren. Wieso kann ich das nicht hin platzieren? Jo. Ich glaube, ich spinne, oder? Mit euch. Und die Steine her. Alter, was ist denn immer mit den Türen los seit dem Update? Und wir warten jetzt noch mal. Kannst du nur tragen? Oh no. Ah, war jetzt nichts. Scheint. Stimmt, die Gitarre haben wir noch nicht gefunden, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, aber das ist irgendwie doof. Man kann alles in die Regale legen. So wirklich alles. Außer dieses Radio. Und du kannst sogar halt den Kochtopf halt einfach dahin stellen. Also. Das ist schade. Das ist tatsächlich sehr schade. Ich glaube, Calvin ist richtig überfordert. Ich darf nicht mit dem Beat mit, weil ich kann nicht spammen.
Ich pack's halt auch weg, ich kann's auch nicht wegschmeißen. Wir haben schon wieder jemanden hier.